Hallöle alle miteinander. Wir kommen jetzt gerade von der Tour, sind auf dem Nachhauseweg. Es müsste jetzt so Pi mal Daumen so zwischen 13 und eventuell 14 Uhr sein. So genau weiß ich das nicht. Ist eigentlich auch egal. Hexe, Socke, wir gehen links. Ja, wir machen jetzt noch auf der rechten Bachseite. Machen wir noch eine kleine Gucke. Da könnt ihr ganz gerne dran teilnehmen. Ja, legen wir mal los. Hey Mädels, jetzt fangt nicht an rumzukotzen. Wir waren lange satt unterwegs. Kommt jetzt. Sock, du brauchst auch nicht die Nummer da reinzuziehen. Da wirst du so und so nicht damit anzufangen, ne Hexe? Komm. Verrückte Nudel. Ja, wie gesagt, das ist, wie sage ich immer, mein Hausbach. Sollte man nicht so wörtlich nehmen. Ist ein schönes kleines Special, die Brahme. Ist ca. 12 Kilometer lang. Entspringt in Bedenhausen. Und mündet in Gera Milbitz auf dem rechten, oder besser gesagt, im rechten Elsterufer gegenüber vom Milbitzer Reitstadion. Es gab auf den knapp 12 Kilometern, ich müsste jetzt lügen, nach meinen Informationen, 6 oder 7 Mühlen. Die erste Mühle in Tschübsch, also Tschübach. Dann zwischen Donau und Tschübach die Fuchs- und die Türkenmühle. Dann haben wir noch in Donau die Mühle. Diese Mühlen sind noch bewohnt, sehen auch noch ganz ansehnlich aus. Dann haben wir noch in Röpsen eine Mühle, das Krautenhund, wenn man die sieht. Im wahrsten Sinne des Wortes, die verfällt immer mehr. Dann gab es noch eine Mühle in Roschitz. Die ist aber schon seit langer Zeit weg. Nach meinen Informationen war dort noch eine Ausspanne bzw. eine. Da kommst du, wir kommen. Eine Gastlichkeit, da ja genau an dieser Mühle oder an dieser Ausspanne und Gastlichkeit ist eine alte Handelsstraße lang gegangen von Altenburg nach Eisenberg, und die ist durch Roschitz. Ja, wie gesagt, die gibt es schon lange nicht mehr, die Mühle. Ja, was gibt es sonst noch zur Brahme zu sagen? Sie liegt im Brahmtal, ein sehr fruchtbares Gebiet. Da haben sich schon frühzeitig slawische bzw. deutsche Stämme angesiedelt. Ganz in der Nähe hat vor, wann war das? Moment, so 830, 839, sowas in der Dreh rum, hat hier eine Schlacht ganz hier in der Nähe stattgefunden. Wildschweine. Ja, zwischen den Thüringi und den Wenden bzw. Ungarn, die waren ja hier eingefallen,
Ja, und da haben damals die Thuringi oder heute die schwedischen Nachfolger oder Nachkommen, die Thüringer, haben dort eine entscheidende Schlacht geschlagen. Es war nichts Großes. Das war mehr so ein Vorgeplänkel. Du machst dich lieber auf der Autobahn und hältst wieder das Schild hoch nach Frankfurt. Ne? In Puff gehen wir nicht. Socke, Socke, es lässt sehr zu wünschen mit dir übrig. Ja, das war eine Vorschlacht von der größeren Schlacht in, oder besser gesagt, bei Zeitz. Das liegt hier auch nicht weit entfernt, so um die 20 Kilometer, der südliche Stadtrand von Zeitz. Das ist praktisch gesehen meine nördliche Grenze, wo ich mit den Mädels mal langziehe. Die westliche Begrenzung ist der Elster. Die nördliche, wie schon erwähnt, die südliche Stadtende von Zeitz. Umspült stellenweise hoch von der Elster. Da kommt Großmutter. Ja, und östlicherseits sind es ungefähr 25 Kilometer bis Schmölln sogar. Ja, und die südliche Begrenzung ist die Reichsautobahn. Heute genannt A4. Maito. Macht schön langsam, Kinders. Es reicht, wenn der Alte wieder in den Bach fällt. So geht der Hexe, müsste die schon noch immer herfallen. Reicht noch vom letzten Mal, nicht? So. Ja, und wie gesagt, hier auf dieser großen Wiese, die ist insgesamt ca. 1000, 2000 Meter lang. Die breiteste Ausdehnung sind so knapp 500 Meter. Ja, und haben wir nach rechts und links von hier aus gesehen zwei kleine Wäldchen. Ist auch ein bisschen mit Wild belebt. Einige Rehe, Haufen Karnickel, Füchse, etliche Dachse und die Wildschweine. Oh ja, hier waren sie auch wieder. Was hier noch aussieht. Nee. Das ist schon ein paar Tage her. Aber hier sind sie wieder lang gemacht. Der Matze jetzt. Ja, wir haben da hier ein paar schöne große Keiler dabei. Oh. Da habe ich. Das war vergangenes Jahr im Herbst. Habe ich da ehrlich gesagt auch ein bisschen Arschflattern gekriegt. Ich mache da früh, so in der 7., 8. Stunde, mit den Mädels los. Hab nicht gesehen, die haben schon wieder vor allen Dingen die Socke. Hat da schon wieder einen Riecher voll gehabt. Voll Schweinereien. Im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, und da ist ein paar Meter vor uns ein Keiler hochgemacht.
eine Section, mache ich dich müde, ja? Ja, das geht auch in Ordnung. Da schläfst du wenigstens, wenn man dann nehmen kann. Da kann ich immer ein bisschen meinen Krempel machen noch, eventuell. Aber vergiss noch nicht, munter zu werden, wenn ich einen Grill anwerf. Ja? Nicht, dass du da was verpasst, meine Gute. Ja, hier haben wir eine kleine Furt, die hatte früher die Landwirtschaft genutzt. Das ist nicht ganz ohne hier. Hier kann man schön bequem durch, wenn nicht gerade der Absperrung von der Koppel noch da ist, wird er nicht mehr lange dauern, dann werden auch die Rinder wiederkommen mit ihren Kälbern. Vielleicht ist meine Freundin Karin auch wieder mit dabei. Das ist eine Ferse vom letzten Jahr. Die war dermaßen zutraulich, was man ja von den anderen nicht sagen könnte. Die sind ja regelrecht wild aufgewachsen. Ja, die kam dann immer, wenn sie listig war und hat sich trauen lassen. Die hat mit Mädels rumgeschnuppert, mal hat die Mädels gejagt, dann haben die Mädels sie wieder mal gejagt, spielerisch. So, mal sehen, wenn das nächste wieder ist. Ich hoffe, dass ich da ein Apparat mit habe, dass ich das mal aufnehmen kann. Oh, was sehen meine entzündeten Holzaugen? Oh, Schnittlauch, wilder Schnittlauch. Er kommt. Mädels, der wilde Schnittlauch kommt, der muss noch ein paar Tage und dann können wir den ersten ernten. Sehr gut, sehr gut. Hier hinten ist auch alles voll. Na, dann müssen wir jetzt mal hier ein bisschen Obachtgabe, wo wir langlatschen. Dann müssen wir auch mal gucken gehen, Kinders, wegen Bärlauch. Der muss jetzt so langsam kommen. Ist ein bisschen wärmer geworden. Dann müssen wir mal gucken. Dann müssen wir mal hinterlötschen. Ja? Ja, meine Güte. Da gucken wir mal hinten im Park. Da kannst du deinen Rehbock und beziehungsweise den Ziegenbock besuchen. Und wir gucken da mal so nebenbei wegen Bärlauch. Ach, das wird wieder lecker fressen. Bärlauch. Oh, da läuft man jetzt schon wieder der Sapper. Hier liegen wieder ein Haufen neue Scherben drin. Dann müssen wir auch mal gucken, wenn die Plache ein bisschen klarer geworden ist. Hier müssen wir auch wieder mal schürfen gehen. Zack, komm, meine Güte. Ja, und hier in der Prahme kann man Fossilien finden, hauptsächlich Brachiopoden und Spinnefähren. Und wenn man Glück hat, muss ich erstmal weg. Ja, und wenn man Glück hat, kann man sogar ein paar Fossilien finden mit Mineralieneinschlüssen. Nicht der Zache mehr, er ist schon selber aufgefädelt. Hauptsächlich mit, wie gesagt, mit Mineralieneinschlüssen und da wiederum mit schönen kleinen bis mittleren Calcit-Kristallen. Da sind auch noch einige andere Minerale mit dabei, aber vorwiegend Calcit-Kristalle. Hin und wieder findet man auch den einen und den anderen Feuerstein oder Flint. Das war ja früher hier
ersten großen Eiszeit oder die älteste Eiszeit. Das war so vor ca. 400.000 Jahren und die ging bis ungefähr bis vor 320.000 Jahren, also kannst du sagen rund 80.000 Jahre ging diese Eiszeit. Ja, und die südlichste Ausdehnung, das Schneekleckle. Schneekleckle sind auch schon da. Wir müssen auch die Krokusse hier jetzt alle kommen, den müssen wir mal hochgaben. Ja, und dann müssen wir auch noch die Himmelsschlüssel kommen. Und dann dauert es nicht mehr lange, Mädels. Da kommt dann noch wieder Löwenzahn. Und das geht wieder Tinte auf den Füller, ne? Ja, meine Guten. Ja, die südlichste Ausdehnung der Eiszeit oder der Eisgrenze oder wie man auch sagt, der Feuersteinlinie. Das ist von hier aus gesehen südlich, ungefähr südlich Richtung oder in Weida, unterhalb der Hexag, Maitor, unterhalb der Osterburg. Da hat man noch einen, ich will nicht sagen Gedenkstein, aber einen Granitstein aufgestellt mit einer. Ja, hier waren wir letztens, genau, Hexe. Hier waren wir letztens, genau. Da haben wir schön gebrutzelt, schön gegessen, ne? Ja. Ne, da liegt aber nichts mehr da. Wir haben alles mitgenommen. Ja, ein Granitstein mit einer Tafel, dass dort halt die Grenze der Feuersteinlinie ist. Ja, hier haben sie wieder ihren Müll abgeladen. Da fahren die Drecksäcke dieser dumme Pöbel hierher, tun hier ihre Reifen wechseln und den sie dann hier herstellen. Den haben sie wahrscheinlich schon in den Bach geschmissen. Drecksäcke. So, komm. Ja, noch mal kurz auf die Bahn zurückzukommen. So, machst du mal noch bitte ein bisschen mit. Würdest du mal so unhöflich sein? Das ist nett. Ja, die Brame beinhaltet heute wieder ein paar Fisch. Seitdem sie die Reichsautobahn verbreitert haben, haben sie hinten in Röpsen, haben sie die auch an der Kläranlage mit angeschlossen. Da macht ein sehr, sehr großer Teil durch die Kläranlage, aber meiner Meinung nach gibt es immer noch Stellen, wo diverse Hauseinflüsse oder Abflüsse dann hier in den Bach reinmachen. Ja, man hat hier unter anderem auch wieder Bachflurkrebse. Und der Bachflurkrebs ist ja ein Indikator, dass das Wasser relativ sauber ist. Dass sie noch wieder unter anderem Salmoniden drin leben können. Zu DDR-Zeiten war das ja in der Schulenstrecke, die Brame. Mädels, macht mal langsam. Ja. Das heißt, als in der Elster noch
genügend Fisch vorhanden war. Das war so bis 1960, 62 so die Dreh rum. Dann war ja so gut wie nichts mehr. Oh. Nee, das machte mal langsam. Vater muss erstmal hier rum. Waren, was ich selber miterlebt habe, drei große Fischsterben. Da ist tagelang die Elster übrig gewesen. Da hast du Fische gesehen. Der blanke Wahnsinn. Das war der blanke Wahnsinn. Die da Bauch oben geschwommen sind. Das hängt alles mit den. Oh ja, lecker. Lecker Abdruck. Der ist noch gar nicht so alt. Der ist noch nicht so alt. Von der Matze. Mhm. Bestimmt von heute früh. Ja, der wird von heute früh sein. Naja, vielleicht haben wir Glück, dass sie hier hinten irgendwo drin hängt. Ja, wo sie dann in Kreuz und Plauen und überall ordentlich angefangen haben, mit ihrer Chemie zu arbeiten. Beziehungsweise hier im Multitruck. Warte mal, hier war doch irgendwo gerade ein Hund. Ach, hier ist er doch. Der Spiogen, der hat uns ja noch gar nicht mitgekriegt. Das ist auch gut so. Könnt ihr das? Wir machen mal ein Stückchen noch vor. Ja, wie gesagt, durch die ganzen Abwässer ist dort. Die haben das ja alles in der Elster geleitet. Da sind ja die ganzen Fische durchgekommen. Mädels, das muss ja nun nicht sein, dass ich jetzt an diese Stelle auch noch mitgekrochen komme. Wir gehen hier nicht schürfen jetzt. Nee. Mädels, wir gehen jetzt hier nicht schürfen. Nee. Könnt. Da habe ich jetzt keinen Bock drauf. Noch hier hinten rum zu kriechen. Dann fliege ich wieder auf die Fresse mit meinen Muschelknochen. Ja, das war schade. Und das hat sich dann erst zu Winterzeiten etwas geändert. Aber wohl nicht viel. So, Hexe, mach mal langsam. Wir müssen schon wieder dort runterklimpen. Na, Hosensicher, tust du uns verfolgen. Ja? Sei gegrüßelt. Ne, wir machen heute mal auf der anderen Seite lang. Ja. Na, mal ein bisschen gucken. Mal hier ein bisschen in Bach dokumentieren, wie er momentan aussieht. Nur ja, ein bisschen eingesifft. Die Quelle unten läuft noch ein bisschen. Aber ohne nicht mehr lange, vielleicht schon 6-8 Wochen, dann ist wieder Ruhe. Die kommt hier direkt unter dem Wurzelwerk raus. Ja, ja. Da hast du ein bisschen was. Na, Socke, bist du mal wieder da? Das ist sehr schön. Nee, ich will, wenn das Wetter es zulässt, beziehungsweise ein bisschen klarer ist, das Wasser, will ich dann wieder hier eine Runde schürfen. Genau. Ja, es kam ja wieder Neues von oben runter.
Ja, dann wollen wir es wieder mal probieren. Vielleicht haben wir noch einmal Glück und haben wieder mal ein paar Erfolge. Ja, schauen wir mal. Na und Alf, wirst du schon wieder fickrig, wenn du die Mädels siehst? Sollen wir rüberkommen? Ja, oder kommst du rüber? Mein Gutster, ich hab Stieflein, kannst du mal wieder mal anpissen. Ja, verrückter. Und ihr habt eure Runde weg? Ja, heben noch. Ja. Na, wir machen jetzt noch bis hinten an die Kurve, wo die Querrinne reinkommt, vom Kramer seinen Teich um. Und mal gucken, wie es aussieht, dann setzen wir vorne über und machen dann immer langsam heben. Wir sind ja schon etwas länger unterwegs. Ich wünsche dir noch einen schönen Sonntag. Ja, bis die Tage. Man sieht sich. Hexe, Socke. Jetzt ist die eine da. Ach, die andere kraucht hier unten rum. Na komm, Söckchen, komm. Ach, hast du übrigens schon mitgekriegt, der wilde Schnittlauch kommt raus. Der kommt raus. Der wilde Schnittlauch. Ja, es geht jetzt langsam wieder los. Gibt es wieder was zu futtern? Ja, klar. Hast du schon mal gesehen, hier in der Nähe irgendwo Bärlauch? Nee. Nee, also müssen wir doch runter in den Park. Ja, mal gucken. Wenn ich dazu komme, will ich die Woche mal gucken gehen. Na dann, hau rein. Jo, so Mädels, macht mal langsam. Ach, guck, das haben sie auch wunderbar zerstört. Die Brut hat nicht an. Socke, bleib mal hier. Socke, wir gehen hier nicht rüber. Nee, komm, zurück. Kehrt, meine Gute. Komm. Komm, meine Gute. Ja, die werden das hier nicht wieder erneuern, wenn das hier ständig kaputt gemacht wird. Diesen Kruppzeug. Ja. Oh, hier haben wir ja auch eine schöne Bank zum Schürfen. Sehr gut. Sehr gut. Ja, wie gesagt, man findet hier auch hier Boten und Spinnefähren. Und das eine und das andere Stück Feuerstein. Man kann auch noch andere Relikte hier hinten finden. Davon ganz abgesehen. Das war ja hier, oder ist ja auch noch Müllkippe. Man sieht das ja hier am Rücken der Kappenstraße. Da kann man nur sagen, Säue hoch 10. Sich aber über andere aufregen. Zeug. Hexe, dir geht's wieder sau gut, ne? Ja, meine Maus. So ist fein. Ups.
Hier ist wieder eine Laube abgepackelt. Scheiße. Das ist ja mittlerweile auch schon im Moment die zweite, die innerhalb kürzester Zeit abgefackelt wurde. Oder wie auch immer. Scheiße. So, noch eine schöne Stelle zum Schürfen. Die Rinne, die hat sich jetzt so was rausgebildet. Nicht schlecht. Oh, hier haben sie wieder eine Party gefeiert. Wodka Unikopf. Ja, hier hast du noch mehr Schneeglöcke. Oh, der Wasseramsel. Dass die wieder mal da ist. Das ist ja affengeil. Oh. Schneeklöckchen. Ob die nur wild aufgegangen sind oder ob die jetzt von der Gartenanlage herrühren, das kann ich nun nicht sagen. Du hast aber eins hier hüben, wo das Rohr ist, das ist einer der vielen Quellen. Sie läuft schwach, sehr schwach. War schon mal ein bisschen stärker, da hat eine Schlange gehört, so oft zu laufen. Nein, hier haben sie wieder einen gesoffen. Oder so, wo der Garten hier noch war, den mussten sie ja wegmachen, den hatten sie illegal hingesetzt. Da noch einen gesoffen haben und dann ist er schon rüber geschmissen. So ja. Schneeklöckle. Und was du hier auch finden kannst, hier drüben in dem Bereich, Riesenruheweste. Hatte ich vergangenes Jahr 3 Stück. 2 waren noch genießbar. Die 2 haben gewogen. Hexe! Hey, machst du mal noch mit? Komm, Großmutter. Ja, da hat das Stück gewogen. So zwischen 800 und 1400 Gramm. Hexe! Mein du! Komm, du kleine Potsau! Du sollst dich schon wieder die Schnapsflaschen leer saufen, die Reste. War mir schon verwendet, dass du das gelernt hast, von mir nicht. Na komm jetzt, komm, Grinse Backe. Ja, so ist fein. Du siehst dir wieder um die Nase aus, Mausel, komm. Ja, es ist. Komm, wir machen hier rüber, komm. Japp, japp. Das hier ist Hexe, Socke. Wo machen denn die Weiber wieder hin? Oh, Weiber. Ja, das hier ist der Grenzbach zwischen der Gemarkung Roschitz und Röpsen. Der entspringt hier drüben in diesem Gebiet, also nördlich der Reichsautobahn oder A4. Da ist auch noch ein altes Wasserwerk. Vor dem alten Wasserwerk war früher, kenne ich auch noch als Pimpf, ein großer Deich. Da wurden früher Forellen drin gehalten. Wunderbar. Weiter links, ansteigend in diesen kleinen Wäldchen, wurde früher vor der Porzelline in Roschitz Kaolin gefördert.
Ja, dann hast du ja, wenn du weiter noch kommst, kommst du auf den Hehn zur Bühnenkaserne. Jetzt will ich erst mal gucken, was meine zwei Weiber wieder so verzappen. Hey, ihr verrückten Muschis, was ist denn los mit euch? Hört ihr nicht, wenn der Alte was sagt? Wenn es ums Fressen geht, hört der Verstand auf, ja? Was ist denn hier los? Hexe, du bist eine alte Potsau. Ab jetzt, komm. Hexe, ich nehm dich an die Leine. Komm. Hexe, komm du alte Potsau. Verdammt. Wir küsseln heute nicht mehr, du hast einen verdammten Mundbubs. Wie Deibel. Ich bin ja einiges gewöhnt, aber das ist ein bisschen. Ja, komm, wir machen hier auf diesen Wildwechsel rüber. Komm, Hexsack. Aber, ja. So kannst du nicht. Komm, du Verrückte. So ist fein, meine Guten. Ja, das. Hexe, Socke, kommt mal hierher. Und die mich hier nicht ständig unterbrechen. Folgt mir mal ganz unauffällig. Socke, du auch, komm her. Ja, dieses Fleckchen Erde befindet sich in Gera. In der nördlichen, na, man kann schon sagen, nordöstlichen Region von Gera. Wenn der Krach von der Autobahn nicht wäre, wäre es hier hervorragend. Hervorragend ruhig. Ja, noch einen kurzen Abstecher. Hier oben die Region, da kommt dann Roschütz, das ehemalige Rittergut. Das werden wir uns auch mal angucken. Das kotzt so einen Hund an, wie das langsam verfällt. Bis zur Wende waren die Roten drin. Pionierleiterschule. Die haben da wenigstens noch ein kleines bisschen auf Ordnung geachtet. Wie gesagt, nach der komischen Wende ist das alles verfallen, der Park ist verfallen, die Deiche sind versifft. Daneben das Roschitzer Bad, das wurde 97, 98, sowas in der Dreh rum, endgültig geschlossen. Das hatte dann ein Fischelfängerverein übernommen. Die haben dann ihre Macht langsam Kinders und schippt mich nicht. Ihre Fische drin gehältert oder aufgezogen. Du hast dort natürliche Quellen. War auch eine ganz hervorragende große Liegewiese. Und am Nordrand dieser Liegewiese hat sich das sogenannte Teehaus befunden. Ja, da könnte man mal ein Bierchen trinken. Da können wir mal eine gute Cola oder eine Brambacher Limbe und eine Böbe. Und eine Böbe essen. Ja, das hat heute ein Ehepaar. Die haben das als Wochenendgrundstück. Das Teehaus mit dem Land ein bisschen ringsrum. Das haben die sich ganz hervorragend hergerichtet. Also da kannst du nicht meckern. Wunderbar. Mach doch mal langsam. Nicht, dass ich noch hier an die Gaure wieder fliege, Mädels. Ja, mei.
Socken wechseln. Socke? Mal jetzt da. Socke, komm! Meine Tür noch nicht so, als ob du wieder markierst. Komm, du bist die Rüde. Komm, welchen Tür komme ich jedes Mal hier aus dem Konzept? Kleine Patzer. Ja, hier haben wir noch die Reste von dem Übergang von der Landwirtschaft. Da waren meistens noch ein paar Betonplatten oben drauf und eine Eisenplatte, eine stabile Eisenplatte draufgelegt, dass sie praktisch gesehen hier die Region auch landwirtschaftlich nutzen konnten mit. Socke, komm mal her, komm! Komm mal, eine kleine Patzer. Ja, wie gesagt, das Rauschützer Teehaus und das Rittergutsgebäude bzw. der dazugehörige Park völlig verkommen, bis auf das Teehaus, was sich ja wie gesagt immer oder eine junge Familie hergerichtet hat. Vom Feinsten. Socke, wir bleiben aber hier, ne? So, warte mal. Mal gucken, ob wir hier lieber können. Nee, hier geht's zu steil rum. Dann müssen wir mal vorne gucken. Machen wir dann gleich durch den Bach. Wir können es. Machen wir mal gucken. Was hältst du davon, Socke? Hm? Nicht viel. Machst du die Latschen nass. Ja, warte mal. Ich muss das erstmal hier ein bisschen umfassen. Nicht, dass ich dann wieder, wenn ich mal absauf. Warte mal, meine Güte. Bleib mal so sitzen. Ich muss erstmal mich an dir ein bisschen fester halten. Ja? So. Hexe, Socke, ihr könnt mir unauffällig folgen. Feine Socke, komm. Hexe, du auch, aber spritzte mal nicht so. Ja, komm, vorwärts. Komm, Kinders. Jetzt über. Genau. Der Vater kommt auch. So. Ich brauche. Eieieiei. Alte Männer und durch den Bach. Einwandfrei. Na, ihr zwei Schmalzlocken. Ja. Ja, na warte mal. Das ist eine Socke, Hexe. Du bist heute wieder schlimmer wie ein Guppi. Jetzt setz dich mal mit hin. Oh, bei der Socke läuft der Zapper. Sit. Sit. Da. So ist fein. Den Buffen habt ihr euch verdient. So.
Ja, wie gesagt, das hier ist ein Teilabschnitt der Brahme. Man sieht hier schon die Zivilisationsbauten von Roschitz. Da macht der Bach quer durch. Da gibt es auch eine ganze Ecke, wo man nicht lang kann, weil die durch Grundstücke, weil der durch Grundstücke durchmacht. Dann war ja vorne in Tinz ein Seitenarm. Da hatte ja das Tinzer Schloss umspült. Das Tinzer Schloss war, wie gesagt, praktisch gesehen ein Wasserschloss. Aber der Wassergraben wurde dann auch. So ist fein, Kinder, es kommt. Der Wassergraben wurde dann auch langsam aber sicher zugeschüttet mit Müll und hast du nicht gesehen. Ja, hier drüben die Grünfläche oder Weide oder Wiese, Koppel oder wie wir es auch immer nennen wollen, wird auch mit genutzt für die Rinder bzw. vorne vor der Pferde. Das ist zum Teil privat. Wie ich schon gesagt habe, wenn der Krach nicht von der Reichsautobahn wäre, dann wäre das hier in optimaler Fleckchenerde. Ja, und wenn wir rumschwenken, sehen wir oben die ersten Häuser von Biebler Ost, von den Arbeiterschließfächern. Die zwei Würfel hier, die stehen schon seit x Jahren leer. Wartet man wahrscheinlich darauf, dass sie langsam selber sich entsorgen, sprich auseinanderfallen, weil ich würde dann künstliche Hügel schaffen, man weiß es nicht. Ja, es setzt wieder leichter Kraubel ein, das geht in Ordnung. Ja, das ist heute an und für sich so ein Wetter, wo du sagen kannst, du kommst mit deinen Gefühlen überhaupt nicht klar, weil es immer ein bisschen die Sonne scheint, dann geht der Wind mal ein bisschen, dann hörst du Regen, Schnee und Graubeschauer. Ja, du kommst ja von jeder Gefühlsregung in die andere. Und bei älteren Männern ist das immer ein bisschen schwierig, sich ja so rucki-zucki umzustellen. Ne, Hexe, bei älteren Damen ist das ja genauso, ne? Ja, und hier haben wir ja noch eine Quelle, die wird aber zunehmend von der Rinder zerlatscht, wenn die hier sind. Die machen ja hier von der Koppel rein. In Bach werden die gedrängt. Genauso von drüben, wenn die drüben stehen, machen die in Bach rein und werden auch gedrängt. Da sieht man ja die Rind, die sie schön reingelatscht haben. Und früher oder später, wenn der Brahme wieder mal ein bisschen erhöhten Wasserstand hat, dann spült es die ganze Ecke wieder weg. Dann fallen noch die nächsten Bäume, dann ist gar kein Halt mehr da. Ja, wie gesagt, die Quelle, die hat das ganze Jahr Wasser. Hier sind zwei oder drei Quelltöpfe, aber die sind, wie gesagt, durch die Rinder halt völlig zerstört. Hier findet man hin und wieder auch mal einen ganz ordentlichen Bisam. Ist ja nicht nur, dass die lecker schmecken, die haben auch ein lecker Fell. Du brauchst aber einige, dass du dir da mal ein paar Handschuhe machen kannst oder eine Mützen. Ja, es ist schade drum, dass das alles so kaputt geht. Die Kinder mehr hier dergleichen.
Ja, ne, wie man sieht, die Brahme, die macht hier rum. Man macht dann vorne zwischen die Bäume durch, dann vorne durchs Dorf. Wie ich schon erwähnt habe, durch etliche Grundstücke. Da kann man nicht durch, ich will da auch nicht die Leute erst fragen. Die stehen dann auch wieder Fragen, warum, wieso, weswegen, muss nicht sein. So. Die nächste Tour wird dann sein, dass wir bachaufwärts machen. Müssen wir mal sehen, wir können dann noch ein Stück auf der rechten Seite laufen. Ja, doch, auf der rechten Seite müssen wir da laufen. In Bramenau, wo praktisch gesehen der rote Bach von Selmnitz bzw. aus dem Staub Bramenau dann in die Bramen mit rein fließt. Da müssen wir dann, wie es aussieht, die Straßenseite wechseln. Es wird dann praktisch gesehen die Brahme auch zum unscheinbaren Fließ. Ab Bramenau verbreitert sie sich, wo sie dann ungefähr so die Breite einnimmt, so wie man sie hier sieht. Socke pfui, lass es sein. Du denkst, wenn ich dich mal nicht unter Kontrolle habe, im Blickfeld, dass du da schon wieder irgendwelchen Mist dir zurechtlegen kannst, dass du dann wieder mal abhauen kannst. Lass das mal, meine Gute. Ja. Ja, somit endet jetzt langsam unsere kleine Bachbegehung. Ich würde es mal so nennen, Bachbegehung. Wir werden uns jetzt auch langsam nach Hause begeben. Es wird langsam Zeit. Ich kriege auch irgendwo ein bisschen Hunger. Und ich habe heute auch noch vor, den Grill anzuwerfen auf dem Balkon. Wir wollen heute noch ein paar Roster machen. Die Mädels kriegen auch zwei so leicht mit angebraten, jede von jeder Seite ein bisschen angebraten und da stehen sie drauf. Und natürlich Markknochen, die werden auch von jeder Seite ein bisschen angebraten auf dem Grill, dass die ein bisschen Geschmack mit haben. Ja, da stehen sie drauf, da rücken sie sich aber auch nicht vom Grill, da kann sonst was passieren. So, gut. Da danke ich erst einmal allen für die Aufmerksamkeit und dass sie sich das kleine Video angeschaut haben. Ich hoffe, wir hören und sehen uns in alter Frische demnächst wieder und wie gesagt, wir werden demnächst bachaufwärts die Sache noch ein bisschen, wie sagt man, dokumentieren mit den Mühlen vor allen Dingen, dass man das auch mal ein bisschen sieht. Ja, da werden wir von hier nach Bramenau oder wie es früher hieß, Kulm wandern. Ist nicht weit. 5 Kilometer ungefähr, 6 Kilometer. So. Und dann werden wir mal schauen, dann werden wir eventuell auf der Strecke der alten Witz-Mumsdorfer wieder zurück machen. So, bedankt haben wir uns schon. Ich wünsche euch noch allen einen angenehmen Sonntag, was davon übrig ist. Und beste Grüße, bis die Tage und tschüss. Juhu.